Ratet, worum es heute geht. Ganz genau um Over-Ear-Kopfhörer. Ihr habt es natürlich schon gesehen, Freunde. Und zwar von dem mir bisher noch völlig unbekannten Hersteller Srism. Das sind die NC75 Pro Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling und Bluetooth 5.0. Und ihr wisst, bei Active Noise Cancelling, da bin ich immer ganz besonders neugierig. Alle drei Modelle, die ich hier liegen habe, haben Active Noise Cancelling von so lala bis zu richtig, richtig gut. So, also, wir reden mal hier über die Srism NC75 Pro. Erstmal Preis, ich hau den direkt mal raus. Aktuell auf Amazon 72,99 und dafür müsste natürlich schon ein bisschen was abgeliefert werden. So rein optisch haben sie hier eine ganz nette, ja ihr seht das hier, so eine ganz nette Platte drauf gesetzt mit so einem schönen Effekt, wenn man da drüber schaut. Sieht okay aus, hört sich auch nett an. Dann das natürlich auf beiden Seiten, man kann ihn natürlich hier verstellen. Und auch der Mechanismus macht einen ganz ordentlichen und soliden Eindruck. Da denke ich nicht, dass da so schnell irgendwas ausleiert. Lässt sich gut einstellen. Man kann hier die Ohrhörer noch in eine Richtung nach innen drehen. So kann man es sehen. Also nach innen drehen kann man sie. Zusammenklappen kann man sie allerdings nicht. Also ja, kompakter als so bekommt man die Teile nicht mehr. Und jetzt spielt hier schon die Musik. Denn ich bin hier auf den Knopf gekommen. Wo ist er denn? Dann könnt ihr auch direkt hier bei den Bedienelementen weitermachen, wenn ich da eh schon drauf rumgedrückt habe. Und zwar haben wir einmal an dem rechten Ohrhörer, kann man schön hier drin sehen, ja, drei Buttons. Einmal Play-Pause, vor und zurück. Und eine kleine LED, die da auch nochmal rumblinkt, wenn es denn eine Bluetooth-Verbindung gibt. Das Verbinden über Bluetooth, ganz problemlos, Bluetooth 5.0, ihr kennt das ja, das klappt 1A. Ich habe es ausprobiert mit dem MacBook, mit dem iPhone oder mit dem Tablet habe ich die verbunden, hat alles bestens funktioniert. Wir haben auch noch hier einen 3,5 mm Klinkenanschluss dran, ein passendes Kabel wird mitgeliefert. Denn man kann die natürlich auch ja kabelgebunden betreiben. Besonders gut, wenn man im Flugzeug ist und will ein bisschen Board-Entertainment genießen. Wobei so ein Doppelstecker, den gibt es nicht dabei. Also nur ein ganz normal 3,5 auf 3,5 mm Klinkenkabel. Ja, also Play-Pause, vor-zurück habe ich schon gesagt. Die Knöpfe lassen sich gut drücken. Man findet sie auch leicht. Es sind ja nur drei Stück. Wenn man die Kopfhörer anhat, kann man das leicht ertasten. Denn hier vor-zurück, lauter leiser, die liegen enger zusammen und oben dann Play-Pause. Also lässt sich gut bedienen. Da hatte ich keine Probleme mit. Auf der anderen Seite, also auf der linken Seite, finden wir ein Schalterchen. Und das ist für, da kann man schon lesen, das Active Noise Cancelling. Und unten drunter gibt es dann noch den Ladeanschluss. Micro-USB ist hier verbaut, 750 mAh groß ist der Akku und bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit werden hier versprochen. Also ich bin noch nicht auf die 40 Stunden gekommen, da ich die so lange noch gar nicht anhatte. Ich kann nur so viel sagen, einmal aufgeladen und schon eine ganze Weile damit Dinge gehört, Musik gehört, Videos angeschaut, Serien geschaut, Filme geschaut und ich bekomme die Dinger bisher nicht leer. Also so um die 40 Stunden bei Mutter. Harter Lautstärke natürlich, könnte ich mir hier durchaus vorstellen. Aber es geht ja nicht nur darum, wie lange man mit solchen Kopfhörern hören kann, sondern auch, wie gut das Ganze hier klingt. Und ich habe die da eben verglichen, ja hier mit den Mighty Rock, ebenfalls recht günstige Active Noise Cancelling Kopfhörer. Und hier mit dem für mich Primus in dieser Branche noch, die Sony 1000er. Und ich würde mal sagen, der Ton, der hier rauskommt, der Sound, der ist ausgewogenes Mittelmaß, also da habe ich keine Ausrisse negativ nach oben oder nach unten gehabt. Also ich würde sagen, das ist ein okayer Ton, kann man machen. Man kann damit Serien schauen, man kann Filme schauen, ich hatte keine Verzögerungen irgendwie drin gehabt. Man kann damit auch gut Musik hören. Die bieten einen relativ ausgewogenen Klang, egal ob es jetzt mal ein lauteres Stück war, richtige Hardrock-Musik oder ein bisschen was ruhigeres. Ging für mich völlig in Ordnung. Preis-leistungsmäßig würde ich sagen, passt das Ganze. Sticht aber auch in keinster Weise irgendwie positiv heraus. Ich würde sagen, ähnlich hier wie die Mighty Rocks E7, die ich schon mal getestet habe, vielleicht einen kleinen Hauch besser, aber deutlich hinter den Sonys dann zurück. Wobei, ganz klar, die Sonys, das ist eine ganz andere Marke, auch preislich. Weiß ich, die sind viel, viel teurer, aber dennoch
ich gucke halt hier mal in beide Richtungen und ich würde sagen, gesundes Mittelmaß ohne größere Stärken und Schwächen. Kommen wir zum Active Noise Cancelling, ein ganz interessanter Part natürlich immer. Er wird nur eingeschaltet über den Schieberegler, es gibt keine verschiedenen Stufen und wenn man die Dinger dann auf dem Kopf sitzen hat und es läuft noch nichts, hört man hier ein deutliches Grundrauschen durch das Active Noise Cancelling. Aber so richtig viel reduziert wird aus den Umgebungsgeräuschen dort nicht. Also ich würde mal sagen, Sie versprechen, was haben Sie gesagt, 30 bis zu 30 Dezibel leiser soll das werden in den niedrigen Tönen oder so. Also ja, Feature oder Kaufgrund würde ich mal sagen, einfach nur ein kleines Feature, was hier eingebaut wurde. Man merkt schon eine kleine Reduzierung. Vielleicht, ich würde mal sagen, sagen wir 10%, 15%, was da weniger durchkommt. Aber ich konnte hiermit nicht einmal im Bad die Lüftung mit ausblenden, wenn ich die hier eingeschaltet habe, die Active Noise Cancelling Funktion. Ich habe den Lüfter, den Badlüfter immer noch durchgehört. Das ist ja so ein durchgehendes Brummen. Und ja, wenn ich mir hier die Sonys anziehe, schalte die ein, dann verschwindet der Lüfter komplett. Da hört man gar nichts mehr von. Aber bei denen, ja, ein bisschen leiser war es. Ich würde sagen, ganz ähnlich wie hier auch bei den Mighty Rocks, bei den E7ern. Man merkt, dass sich etwas tut. Man merkt, dass da ein Active Noise Cancelling reingeht, angeht und reduzieren will. Aber da kommt nicht genug. Das ist ja wie gewollt und nicht gekonnt, würde ich mal sagen. Es ist nett, dass es drin ist, keine Frage. Man kann es auch einschalten. Es reduziert ein bisschen die Umgebungsgeräusche. Aber was ich sagen will, versprecht euch da keine Wunder von. Das ist Active Noise Cancelling, ich sag mal, auf ja, echtem Einsteigerniveau. Also da wird man keinen Aha-Effekt haben und sagen, jetzt ist aber hier total leise, obwohl es vorhin so laut war. Nee, es wird ein bisschen reduziert. Man hört ein leichtes Grundrauschen. Am Anfang hat man auch ein bisschen Druck auf dem Trommelfell. Also ich zumindest habe so ein leichtes Druckgefühl gehabt, aber das war nicht störend. Sobald man auch irgendwas anmacht, hört man dieses Hintergrundrauschen auch nicht mehr. Also auch wenn es nur eine ruhigere Serie ist, egal, wenn da irgendwas läuft, dann verschwindet das Grundrauschen total. Aber wenn nichts läuft und man will die Dinger nur mal auf die Ohren setzen, um ein bisschen Ruhe zu haben, dann hört man deutliches Grundrauschen, will ich damit sagen. Die Reichweite wird mit 10 Metern angegeben, kann ich so absolut bestätigen. Also in der Wohnung, wenn das hier durch eine Wand durchgehen muss, gar kein Problem. Wenn es durch zwei Wände durchgehen muss, das Signal so auf eine Reichweite von, ich sag mal, 8 Metern etwa, dann hat man schon mal Aussetzer, aber völlig normale Bluetooth-Funkleistung gibt es dann hier. Tja, und zum Design, wir können ja mal vergleichen. Die sind natürlich hier ein bisschen ja, ausladend hier mit den Ohrmuscheln. Ihr seht es zu den Sonys deutlich größer im Vergleich und auch jetzt zu den Mighty Rocks sind die dann von den Ohr, ja, der Ohrmuschel einfach deutlich größer und das ist auch so mein Empfinden. Wenn ich die auf dem Kopf habe und ich schaue mich da so an, denke ich, meine Güte, das sind ganz schön große Kopfhörer. Weil irgendwie hier diese Polster, diese Proteinpolster, die sind unheimlich breit. Also sie passen gut über mein Ohr drüber, aber die sehen unheimlich breit und wuchtig aus. Und da muss man einfach drauf stehen. Wer gerne große, wuchtige Kopfhörer anzieht, der wird damit glücklich werden. Ich hätte es dann persönlich doch gern ein klein bisschen schmaler und dezenter noch gehabt. Aber Design ist ja eben absolute Geschmackssache. Schlecht sind die Dinger auf jeden Fall nicht. Für 72 Euro würde ich mal sagen, so rein vom Klang, liefern sie gut ab. Vom Noise Cancelling, nee. Also da müsste echt nochmal zugelegt werden, damit das ein ernsthaftes Feature, eine ernsthafte Funktion ist. Aber wer einen ausgewogenen, okayen, ja, standardmäßigen Klang haben will, mit Over-Ears, die schön über die Ohren drüber gehen, die auch dann im Winter mit Sicherheit gut warm halten bei der Größe, ja, der kann sich hier die Srism gerne mal anschauen, die NC75 Pro. Ich, ja, also eine Sache noch ist mir aufgefallen. Hier oben die Polsterung beim Kopfbügel. Ey, die könnte noch ein bisschen dicker sein. Wenn ich hier so reindrücke, dann merke ich da eine deutliche Kante. Könnte auch ein Kabel sein, was da lang läuft. Auf jeden Fall so beim längeren Tragen, je nachdem wie stramm man das Ding auf dem Kopf hat, hat das schon ein klein bisschen gedrückt. Also da sind die anderen Kopfhörer hier deutlich besser und dicker gepolstert hier auf der Oberseite. Da könnte noch mal zugelegt werden. Tja. Also, habe ich noch was vergessen? Aufgeladen sind die Dinger so in knapp 2 Stunden. Akkulaufzeit, die ist echt lang. Ein Käbelchen wird mitgeliefert, 3,5 mm. Noise Cancelling, ne. Insgesamt der Ton ist in Ordnung. Preislich 72,99. Jo, kann man machen, muss man aber nicht machen. Das dürft ihr selbst entscheiden, Freunde. Der Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung.
Mehr habe ich zu den Dingern nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!